kann das so aussehen. Ich bin in einer Beziehung, wo ich Konflikte scheue, weil es vielleicht, ich sag mal toxisch, ich mag das Wort nicht, aber toxische Konsequenzen gibt. Vielleicht werde ich dann angeschweigt, wenn ich das Problem anspreche. Vielleicht werde ich finanziell von meinem Partner erpresst. Vielleicht gibt es andere Streitigkeiten. Das heißt, wenn ich mich als Mensch in dieser Zeit emotional bedroht fühle, nicht sicher fühle, ich werde nicht gesehen in meinen Emotionen, ich muss Masken tragen, ich muss mich anpassen. Das heißt, mein Körper erhält die ganze Zeit die Botschaft, da ist Gefahr.